Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquaporisten-Kanal und eurem Online-Shop für natürliche Aquaristik. Wir haben gerade in den Shorts zu den Welsen ganz viele Fragen bekommen von Leuten, die wahrscheinlich keine Aquarianer sind und eigentlich gesagt haben, ganz viele verschiedene Fragen, aber die Essenz war eigentlich, warum habt ihr denn die Tiere? Lasst die doch frei, das ist doch viel besser. Ja, da muss ich zum einen sagen, diese Tiere, also in dem Fall die Anzistren, gibt es in der Natur nicht. Das sind reine Haustiere, die wurden dafür gezüchtet. Das sind verschiedene Farbformen, verschiedene Gebrauchskreuzungen, so böse das klingt, kann ich gleich nochmal lang erklären, was das ist. Die gibt es in der Natur nicht und deswegen möchte ich an alle appellieren, lasst die auf keinen Fall frei, denn im besten Fall sterben sie draußen, im schlechten Fall überleben sie dort und machen eben Faunverfälschung, irgendwelche Stichwort invasive Arten, sowas kann ich nicht unterstützen. Und deswegen möchte ich es in aller Deutlichkeit nochmal sagen, lasst das bloß bleiben. So, jetzt hole ich ein bisschen aus. Dieses Video wird wahrscheinlich etwas langatmiger, ein bisschen Redevideo, aber ich möchte das Thema mal etwas umfassender ein bisschen ansprechen, weil es da anscheinend ein bisschen Klärungsbedarf gibt. Ich hoffe, dass sich die Leute das angucken. Ich werde das dann einfach verlinken, wenn nochmal mir sowas auffällt, dass ich mir denke, okay, die haben das offensichtlich nicht verstanden. Denn es gibt in der Aquaristik natürlich eine ganze Menge Leute, die sagen, ich finde Wildfänge ganz toll. Allerdings ist das, würde ich sagen, die absolute Minderheit. Wir haben sehr viele Aquarianer. Deutschland ist, glaube ich, Aquarianer-Hochburg. Wenn man sich das mal so pro Kopf anschaut, dann sind wir schon sehr gut dabei. Und die allermeisten Tiere werden erstens mal im Süßwasser gehalten. Und zweitens mal sind das absolute, ja, so böse das klingt, Massenfische. Fische, Garnelen, wir sind hauptsächlich spezialisiert auf Zwerggarnelen. Und die kommen in allen bunten Farben daher, Neocaridina, wir haben die in allen möglichen verschiedenen bunten Farben und alle diese bunten Farben gibt es in der Natur nicht. Das sind reine Züchtungen von Menschen, die wir die halt toll fanden. Bei den Anzistren in dem Fall übrigens genauso. Die wird es in der Natur so nicht geben. Falls sie doch mal irgendwo einer zufällig so vorkommt, dann wird er sofort aufgefressen, weil so knallige Farben halt in der Natur eigentlich nichts zu suchen haben. Da kommt eben der Räuber und frisst sie auf. Kann noch dazu kommen, dass vielleicht die Geschlechtspartner sagen, nö, die sehen aber komisch aus, selbst wenn er irgendwie überleben würde, von dem, mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Ob das jetzt bei Welsen oder Garnelen so ist, kann ich schlecht beurteilen, aber bei Barschen gibt es da ganz klare Studien zu, dass eben das Äußere wirklich auch zur Artbildung direkt beiträgt, dass die Partner quasi sagen, oh, wenn sie dieses Merkmal haben, dann paaren wir uns mit dem und zack, habe ich eine neue Art. Was eben auch dazu führt, wenn sie sich nicht mehr sehen können, weil das Wasser zum Beispiel zu trüb wird, dass diese Arten dann wieder verschmelzen. Das ist ein anderes Thema, aber das ist eben was, wo ich sagen würde, okay, in der Natur können diese Tiere nicht überleben. Ganz einfach, weil sie so bunt sind. Natürlich kann es sein, dass dann eben doch mal welche überleben können, weil sie zum Beispiel Nachkommen haben, die dann wieder ein bisschen, gemäßigter in der Farbgebung sind, weil sie vielleicht dann sich doch eben angepasst haben. Aber dann sind wir wieder beim Punkt, wo kommen die Tiere überhaupt her? Bei den ganzen Tieren, die in den Aquarien schwimmen, wissen wir nicht, wo die Tiere herkommen. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wo wir sie denn in diesem fiktiven Fall überhaupt wieder aussetzen sollten, um sie dieser Ursprungspopulation wieder zuzuführen. Das mag bei ganz wenigen Tieren anders sein, die eben speziell importiert wurden mit Fundort und so weiter. Da bin ich absolut dafür zu sagen, wenn was der Natur entnommen wird, dann soll das bitte auch überall flächendeckend, transparent nachverfolgbar sein, wo denn diese Tiere herkommen. Das ist ein Riesenproblem, gerade wenn wir sagen, wir wollen irgendwie was für den Artenschutz tun, zu sagen, da wird ein Habitat gerade verschmutzt, das stirbt gerade, oder wir wissen, da wird, was weiß ich, ein Staudamm gebaut, das wird trockengelegt, wie auch immer. Wir wissen gar nicht, wenn da jetzt die Tiere vorher rausgefangen wurden und dann irgendwo in den Aquarien verteilt werden, dann wissen die meisten Leute nicht, dass das genau diese Tiere sind. Woher sollen wir das wissen? Wenn hier irgendwo Tiere importiert werden, da steht nicht dran, wo die herkommen. Also in der allergrößten Mehrheit der Tiere. Und das ist halt ein Problem, dass wenn man denn jetzt mal, ja, dieser Optimalfall, der dann ja auch immer bemüht wird, zu sagen, okay, da ist jetzt ein Habitat, da sehen wir, das wird gerade zerstört, dann sammeln wir die Tiere mal ein, züchten die in Gefangenschaft und dann wird in der Zeit das Habitat wieder renaturiert, dann setzen wir die wieder aus und alles ist wunderbar. Ja, also quasi Traumvorstellung so in der Praxis seltenst funktioniert. Es gibt da Positivbeispiele für.
Ich kenne auch viele der Leute, die in solchen Positivbeispielen involviert sind. Falls ihr da mehr darüber wissen wollt, was das für ein unglaublicher Aufwand ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Können wir gerne in Länge und Breite darüber diskutieren. Und wie sinnvoll das ist, können wir uns auch gerne darüber unterhalten. Denn da werden natürlich gewaltige Mittel für verwendet, die man auch anderweitig vielleicht hätte verwenden können. Wenn man jetzt im Sinne von Weltrettung und Klimaschutz argumentiert, ist das die Frage, ja, muss man eigentlich schon philosophisch dabei anfangen, ist es denn jetzt sinnvoll, genau diese eine Art hier zu beschützen? Wäre es nicht vielleicht besser, die Hunderttausenden Euros, Millionenbeträge teilweise anderweitig zu investieren, um vielleicht viele andere Arten, die noch nicht ausgestorben sind in der Natur, eben das Überleben zu ermöglichen? Oder ist es dann doch sinnvoll, dass jetzt hier wieder solche Ansiedlungsprojekte bemüht werden? Ganz anderes Thema, ich weiß, ich will das jetzt auch hier nicht, ich habe da noch keine schlussendliche Meinung zu, aber wenn man denn so argumentiert, dann muss man sich mit solchen Fragen auch befassen. Und ja, das ist halt nicht einfach. Genauso weiß man auch, man möchte ja diese Tiere jetzt züchten, denen geht es jetzt super hier in Gefangenschaft, die vermehren sich ohne Ende, dann kann man das nicht einfach so machen. Da muss man eine gewaltige Planung im Hintergrund haben, Logistik, man möchte ja die Genetik optimal erhalten. Das heißt, es ist nicht damit getan, einfach alle in ein Becken zu schmeißen und zu sagen, ja, 20 Jahre später, das wird schon wieder gehen, dann setzen wir die wieder aus. Das wird nicht funktionieren, weil ich eben nicht die Bedingungen habe wie im Habitat. Muss mir also einen ganz genauen Plan machen, wie ich jetzt möglichst die Tiere anordne, auf verschiedene Leute verteile und so weiter und so fort. Wie gesagt, falls euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Ich kann das gerne lang und breit nochmal ausdeklinieren. Aber so einfach, wie sich die Leute das vorstellen, ist es definitiv nicht. Auch die dann wieder rauszusetzen, ist auch nicht so ganz einfach. Denn angenommen, ihr habt jetzt die Tiere bei euch, ihr wisst, wo die herkommen, ihr wisst, dass das alles funktioniert, die dort überleben würden und so weiter. Seid ihr denn ganz sicher, dass die Tiere bei euch auch wirklich gesund sind? Kann es sein, dass die nicht, weil sie im Aquarium leben, mit vielleicht Aquarienpflanzen, die ihr irgendwo zugekauft habt und nicht alles nur, wenn ihr alles, den Bodengrund, die ganze Deko, Filtermaterialien, was auch immer, das müsste ja alles im Prinzip entweder steril sein oder direkt aus diesem Habitat kommen, um sicherzugehen, dass nicht irgendwelche fremden Parasiten jetzt da drin sitzen. Also ich meine, hier sind jetzt verschiedene Kleinstlebewesen im Becken, das ist vollkommen normal, das ist in jedem Aquarium. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel einige Muschelkrebse, Nematoden, alle möglichen winzig kleinen Tierchen, die teilweise über die Luft übertragbar sind oder auch im Leitungswasser leben, wenn ihr jetzt nicht alles nur immer wieder aus dem Originalhabitat importieren würdet, dann hätte ich das eben kontaminiert und müsste halt erstmal schauen, nicht, dass ich jetzt noch zusätzliche Fremdorganismen, Parasiten, Krankheiten, sonst was eben wieder in die Natur mit meinen Tieren, mit gutem Willen, aussetzen würde. Also ihr merkt, das ist alles andere als einfach. Lasst es bloß bleiben. Ja? Ohne irgendwelche groß angelegten Aktionen niemals Tiere aussetzen. Punkt. Da wäre es besser, so böse es klingt, ist es besser, wenn die Tiere sterben oder auch von mir aus getötet werden, ja, muss man so ganz drastisch sagen, als die Tiere ohne Plan irgendwo freizulassen. Abgesehen, wie gesagt, von diesen ganzen Hindernissen, muss man sich mal eine Ebene drüber stellen, zu sagen, ja, das ist dann nämlich die nächste. Ich meine, eigentlich muss ich jetzt noch ein paar witzige Kommentare mit, witzig, eigentlich traurig, zu sagen, ja, ihr solltet keine Tiere halten, außer die, die eben bedroht sind. Ja, da kommen wir zu diesem Punkt, den ich eben genannt hatte. Das ist, muss man sich drüber unterhalten. Und da war eben das Beispiel Axolotl, da könnte das ja gut sein. Ja, Axolotl ist richtig, die sind in der Natur quasi nicht mehr vorhanden. Ist auch mehr oder weniger ganz gut bekannt, dass die vor Ort in Mexiko in solchen Zuchtstationen gezüchtet werden. Die originalen Tiere, die aus dem Originalhabitat entnommen wurden, werden dort vor Ort in Originalwasser mehr oder weniger gezüchtet, um dann eventuell wieder ausgewildert zu werden. Ich weiß nicht, ob das schon passiert, bin ich jetzt überfragt, aber ich weiß halt, was da so an Projekten im Hintergrund läuft. Und auf gar keinen Fall irgendwelche Axolotl, die in Europa, Amerika, sonst wo in irgendwelchen Aquarien schwimmen. Auf gar keinen Fall. Weil auch da ist es wieder so, dass der Mensch halt, seitdem er vor, weiß ich nicht, über 100 Jahren angefangen hat, irgendwelche Tiere ins Haus reinzuholen, sich lustige Sachen überlegt hat, um die schöner, bunter, vitaler, gesunder, robuster, dicker, größer, kleiner, wie auch immer, hinzukriegen. Auch die Axolotl sind munter gekreuzt mit anderen Arten, um dort verschiedene Farben, Muster, wie auch immer sowas hinzukriegen. Also auch die Axolotl, die man irgendwie kaufen kann, selbst wenn es die Naturfarbe ist, sind keine Axolotl im eigentlichen Sinn, wie sie eben dort in der Natur vorkommen. Also auch die eignen sich nicht zum Aussetzen. Schade, das war also das falsche Beispiel. Wie gesagt, es ist
super schwer. Ich will das jetzt niemandem vorwerfen, der hier solche Kommentare schreibt. Nur man muss eben wissen, was man da tut und eben nicht, also finde ich, wenn man solche Forderungen unter irgendwelche Videos kommentiert, bei mir ist es jetzt egal, ihr könnt kommentieren, was ihr wollt, aber wenn man jemanden da hat, der nicht so ganz weiß, was er tut und da kommentiert jemand, setz doch deine Tiere aus, selbst wenn er ungefähr wüsste, wo sie herkommen, wie gesagt, ne, ich kann mich da nur wiederholen, lass es bloß bleiben. Also wir gehen eine Ebene drüber zu sagen, warum werden denn Tiere überhaupt gehalten. Ja, weil dann auch, schafft doch eure Aquarien ab, dann habt ihr, dann gibt das nicht. Ja gut, weil theoretisch wäre das ja denkbar, dass man sagt, okay, es soll keine Tiere mehr geben. Ja, also Tiere grundsätzlich können wir sagen, also das ist ja die Diskussion, dass man keine Tiere mehr essen soll, gar nicht. Also kann ich ganz offen sagen, ich bin Vegetarier, ich esse auch nichts. Für mich werden keine Tiere zumindest in Massentierhaltung irgendwo gehalten. Ich esse nur das, was ich selbst, oder esse nur an Tieren, die ich selbst getötet habe. So rum könnte man sagen. Also wir haben unsere eigenen Hühner und so weiter. Ja, ab und zu Milchprodukte könnte man mich jetzt eventuell doch noch. Ist auch ein anderes Thema, aber wir kommen auf diese Ebene zu sagen, wir müssten uns dann viel mehr Gedanken machen. Zu sagen, wir wollen jetzt das Klima retten und deswegen darf es keine Haustiere mehr geben. Ja, okay. Ist ein valider Punkt, aber dann brauchen wir nicht bei den Aquarientieren anfangen. Denn dann müssten wir mal schauen, was an Hunden und Katzen so rumrennt, was da an gewaltigen, nicht nur Geld drinsteckt, an Anschaffung, Pflege, sondern auch, was Katzen und Hunde, Katzen natürlich auch hier in Mitteleuropa, an Wildtieren fressen. Hunde eher wenig in Deutschland. Natürlich gibt es woanders in der Welt auch sehr viele streunende Hunde, die da alles Mögliche auffressen. Aber das ist, denke ich, eine andere Baustelle. Aber auch hier bei uns, was da an Futtermitteln, sprich auch wieder Massentierhaltung produziert wird und an CO2 und was auch immer allein für solche Tiere drauf geht. Ja, das ist jetzt nicht so ganz einfach, insbesondere deswegen, weil man das ja dann irgendwie in Bezug nimmt. Also diejenigen, die halt sagen, ihr sollt auf keinen Fall mehr Aquarien halten, habe ich bisher selten sagen hören, es darf auf keinen Fall mehr Haustiere grundsätzlich geben. Ich weiß nicht warum. Also wenn man schon sagt, es sollte keine Aquarien mehr geben, also Tiere im Aquarium, dann müsste man ja eigentlich auch sagen, es sollte grundsätzlich keine Haustiere mehr geben, weil das im größeren Zusammenhang eigentlich viel mehr Impact hat. Da müsste man dann konsequent sein. Wenn ich jetzt also mal diesen Klimaschutzgedanken weiterrechne, dann ist doch so ein Aquarium eigentlich das Beste, was mir passieren kann. Denn, naja, Aquarientiere, insbesondere jetzt Wirbellose natürlich, aber auch Fische, sind wechselwarme Tiere. Das heißt, die brauchen nicht so viel Futter wie unsere geliebten Hunde und Katzen, die halt dummerweise die ganze Zeit ihre Körpertemperatur hochhalten müssen. Die können hier auf Zimmertemperatur leben. Das heißt, ich brauche keine extra Heizung. In diesem Fall natürlich gibt es da, ne, wer irgendwelche tropischen super-duper Aquarien hat mit hochtechnisiert, den will ich gar nicht verurteilen. Der hat halt nur dann aus meiner Sicht ein anderes Hobby, eben die ganze Technik drumherum, irgendwelche Sachen zu manipulieren. Ich rede jetzt hier von ganz simplen Süßwasser-Aquarien, die eben Tiere beinhalten, die auch ganz normal auf Zimmertemperatur sich halten lassen. Dann habe ich da kein großartiges Problem. Vielleicht habe ich hier mal so eine einfache Beleuchtung und ein bisschen Filterung natürlich auch. Aber das ist absolut übersichtlich, wenn man das mit irgendwelchen anderen Heimtieren vergleicht. So, warum sage ich jetzt Heimtiere? Natürlich ist es alles irgendwo egoistisch zu sagen, der Mensch möchte sich mit irgendwelchen Tieren umgeben. Aber es ist tatsächlich so, dass es natürlich nachgewiesene Effekte hat. Also es gibt einen beruhigenden Effekt von Heimtieren, einen psychologischen Effekt von Heimtieren. Es brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass jetzt vielleicht die Bindung zu einem Hund eine andere ist als jetzt zu einer Garnele. Insgesamt als Hobby allerdings würde ich das nicht unbedingt unterschreiben. Zum einen gibt es halt Fische, die super Charaktertiere sein können, mit denen man auch sehr gut interagieren kann. Und das müssen nicht die riesigen, keine Ahnung was, Karpfen sein, sondern es gibt auch sehr kleine Tiere, die durchaus Charakter zeigen. Also ich hatte zum Beispiel vor einigen Jahren mal
knurrende Zwerggouramis. In dem Fall war das Trichopsis schalleri, also nicht die ganz kleinen, die Pomila, sondern die eine Nummer größer. Die haben schon mal für uns den witzigen Effekt, dass die eben Geräusche erzeugen können, die man auch außerhalb des Aquariums hört. Das an sich ist schon mal ganz witzig. Also da konnte mir schon mal, also wusste ich schon, ohne ins Aquarium reinschauen zu müssen, streiten die sich gerade im Aquarium oder meinen die jetzt mal, ein Nest bauen zu wollen oder so, das konnte man dann schon am Knurren quasi merken. Und die waren eben auch, wie viele andere Fische aber auch. Ich meine, ihr kennt das, häufig lassen die sich erstens gut konditionieren, wie ein Hund auch. Wenn ich immer an der gleichen Stelle füttere, vielleicht noch pfeife oder so, da gibt es auch ganz coole wissenschaftliche Abhandlungen drüber, die uralt sind, dass man Fische super konditionieren kann. Eben mit einer Trillerpfeife, mit einem Klicker, wie das mit dem Hund auch geht, zu sagen, komm zur einen Ecke, komm zur anderen Ecke. Also was, viele machen das ja auch, dass sie zum Beispiel eine Abdeckung haben, dann oben vielleicht zwei, dreimal draufklopfen, bevor sie füttern. Also was, dass jeder, ja, der Fische oder generell Aquarien sich seit Längerem damit beschäftigt, der weiß, dass das super funktioniert und auch solche Tiere natürlich irgendwo einen Bezug dann haben. Ob der Bezug dann direkt zu mir ist, mag jetzt definitiv nicht bei allen Fischen so sein, aber es ist auf jeden Fall möglich, auch eine emotionale Bindung zu einem Fisch aufzubauen. Das ist definitiv so. Und auch Aquarien an sich haben definitiv einen Effekt. Wie gesagt, welche Effektgröße da jetzt ist, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber wenn man sagt, wir möchten über Haustiere reden, dann denke ich, dass Aquarien eigentlich eine sehr umweltfreundliche Methode sind. So, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Generell, wie gesagt, alles nicht so einfach. Ich verstehe durchaus die Gedankengänge von den Leuten, die sagen, Tierschutz ist irgendwie besonders wichtig und Klimaschutz ist besonders wichtig und so weiter. Das sehe ich auch selbst so. Und auch zu sagen, ja, du musst dich unbedingt mal mit Robert Mark-Lehmann unterhalten. Das würde ich sehr gerne tun. Also wenn ihr da sagt, ja, guck mal bei dem rein. Ja, mache ich gerne, überhaupt kein Problem. Ich teile da sehr viel von seinen Ansichten und ganz viel von dem ist eben genau das, wo ich sagen würde, jawohl. Wunderbar, stehe ich hinter, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Bei manchen Dingen ist es dann aber so, dass es halt nicht ganz so einfach ist, wie es sich anhört. Halt, das habe ich jetzt hoffentlich in diesem Video ein bisschen dargelegt. Falls ihr da noch weitere Fragen zu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß jetzt nicht, was da so genau kommt, bleibt bitte sachlich. Aber ich denke, ihr versteht den grundsätzlichen Punkt. Und auch wenn ich weiß, dass die Leute, die dieses Video wahrscheinlich gar nicht sehen, an die das eigentlich gerichtet ist, werde ich das in Zukunft, wenn es mir auffällt, einfach verlinken. Und unter anderem dafür habe ich es auch aufgenommen. Es ist eben nicht so ganz einfach, in einem Kommentar eben mal kurz zu sagen, lass es einfach sein, funktioniert ja alles nicht. Denn die Antwort darauf ist eben vielschichtig. Und wer sich damit ein bisschen mit beschäftigt, der wird sich eben auch fragen, was wäre denn jetzt die, also angenommen, es wäre genauso. Ich möchte jetzt alle Tiere, die in Aquarien leben, quasi auslaufen lassen. Ja, die sollen sich jetzt hier nicht weiter vermehren. Ich kann die ja nicht aussetzen, haben wir gerade festgestellt. Ich kann die an andere Tiere verfüttern. Ja gut, dann hab ich halt andere Tiere, die jetzt im Aquarium sitzen oder woanders sitzen. Können sie an Wildtiere verfüttern? Na gut, dann möchte ich ja sicherstellen, dass die die dann auch fressen. Ich könnte einfach alle töten. Ja, das geht auch, aber es ist sicherlich nicht im Sinne von den Leuten, die das kommentiert haben. Meinem übrigens auch nicht. Und was ist jetzt die Lösung? Ich könnte jetzt natürlich anfangen, die nach Geschlechtern zu sortieren, einzeln zu setzen, abgesehen davon, dass das nicht unbedingt bei allen Fischen so einfach ist und auch bei vielen Wirbellosen nahezu unmöglich. Was mache ich dann? Selbst wenn ich die jetzt getrennt habe, lasse ich die dann so lange einfach leben, bis sie irgendwann aus Altersschwäche sterben. Ist jetzt auch nicht so ganz nett, weil die konnten jetzt nicht ihr natürliches Verhalten abspielen. Ich meine, man kann das bei Säugetieren ganz gut machen, dass man irgendwie die Pille gibt oder so. Die Pille für Garnelen oder für Fische wäre mir jetzt nicht bekannt, dass man sagt, die haben ihr natürliches Verhalten, die dürfen hier in der Gruppe rumschwimmen, die dürfen auch mal balzen, die dürfen auch mal irgendwie ein Nest bauen oder was. Ja, schwierig. Also auch da wüsste ich jetzt mal gerne, was da die Antwort drauf ist. Ich habe für mich noch keine, aber schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch da berufen fühlt. Ich sehe da durchaus einiges Erklärungspotenzial, Verbesserungspotenzial, ganz allgemein. An erster Stelle natürlich, alles was irgendwo Wildfang ist, muss meiner Meinung nach komplett transparent deklariert werden. Da haben alle was von, nicht nur die sagen, es muss irgendwo kontrolliert werden, ob das jetzt rechtens war, also zu sehen, ist es legal irgendwo gefangen worden, legal irgendwo transportiert worden. Keine Frage, sondern auch für uns Aquarianer, die halt sagen, was habe ich denn jetzt da? Kann ich das mit meinem Tier im Aquarium überhaupt zusammensetzen?
wenn ich jetzt artenschutzrechtliche Gründe habe oder Artenschutzbedenken oder von mir aus auch aktiv quasi sagen möchte, diesen einen Fundort, da weiß ich, der stirbt bald, diese Tiere möchte ich jetzt erhalten, dann muss ich das alles wissen. Das wäre halt der Punkt, wo ich sagen würde, dass Transparenz in diesem Fall das Allerwichtigste ist. Ja, das ist im Prinzip der Punkt, wo ich sagen würde, das ließe sich am einfachsten irgendwie umsetzen. Alles andere ist nicht so ganz einfach. Ja, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, aber ihr merkt, es ist halt nicht so einfach. Wir kommen immer wieder beim gleichen Punkt raus. Und falls ihr jetzt die Lösung habt, dann, wie gesagt, bin ich da sehr dankbar für. Ich habe sie nämlich nicht. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.